Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mit Stray, einem ja eher storylastigen Spiel, was man ja sonst nicht so gewohnt ist hier auf meinem Kanal. Und ja, herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Ich werde das ganz normal uncut aufnehmen, einmal komplett durchspielen und ich bin sehr gespannt. Also ich bin ein großer Katzenfan und ja, endlich kann man mal eine Katze spielen und in einer schönen Open World rumlaufen. Ich habe mir noch nicht viel dazu angeschaut. Ja, nur so, ich glaube, einen Trailer habe ich gesehen, das war's, glaube ich. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wunderschöne Musik, Speicherplatz 1. Zocke natürlich mit Gamepad, ganz wichtig. Düstere Stimmung. Soweit ich weiß, geht es um eine Katze, die von ihrer Familie getrennt wurde oder jetzt wird. Und ja, wir müssen halt dahin wieder zurückfinden im Laufe des Spiels und die Rätsel einer mysteriösen Stadt lösen. Aber gut, wir schauen mal, wo uns das Ganze hinführt. Ja, also das ist ja schon mal hier ein Highlight, ne? Schönes Kätzchen am Start. Wir können auch spielen mit denen. Wie süß. Oh Gott, ich kann mir vorstellen, dass das sehr traurig wird alles. Jetzt, wo ich das hier sehe. Oh. Oh, so kleine Pfotenabdrücke hier auf der Pappe. Und auch mit der können wir natürlich mal spielen und ein bisschen kämpfen. Wie süß. Jetzt noch die letzte. Oh ja, da ist sehr viel Liebe im Spiel. Ja, sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Mir gefällt es sehr gut bisher. Man hat jetzt hier gerade aktuell keine Anweisung. Ich denke mal, wir müssen vorne rausspringen. Denn hier können wir nichts machen. Wir sehen hier so eine verschlossene Tür. Okay, okay, auf B kann ich miauen. Interessant. Ansonsten war es das aber auch. Ich kann hier nochmal zu den Kätzchen gehen. Mich dabei legen. Okay. Nirgendwo runterspringen. Erstmal schlafen. Na klar. Erste Aktion in einem Katzenspiel. Spielen, knuddeln und vor allem schlafen. Die drei wichtigsten Dinge in einem Katzenleben. Fressen wäre noch wichtig, ja. Erstmal ein bisschen Gymnastik am Morgen. Nach einem ordentlichen Nap. Das Wetter ist schön. Der Regen ist Geschichte. Und jetzt wird erstmal ausgegangen hier. Mit der Crew. Der Katzencrew. Innerhalb der Mauer. Sieht ein bisschen aus wie so eine Kanalisation oder sowas. Na, nicht ganz. Ja, kann man nicht so ganz zuordnen irgendwie. Auf jeden Fall sieht es auf alle Fälle sehr verlassen aus. Sehr verwachsen hier und sehr viel Moos. Viele Rohre.
Sehr schön. Ja, ich habe jetzt hier ganz leichte Ruckler. Das habe ich leider auch schon in der ein oder anderen Rezension gelesen. So ein ganz leicht verzerrtes Bild. Ich versuche das mal ganz schnell zu fixen, indem ich hier ein ganz bisschen rumstelle. Machen wir die Auflösungsskalierung ein bisschen runter und locken mal die Frames. Ja, das sieht besser aus. Okay, dann machen wir das so. Ich sag mal, die Frames auf 60 zu locken bei so einem Spiel ist, denke ich mal, definitiv zu verzeihen. Ja, erstmal ein bisschen am Baum spielen. Okay. Achso, okay. Ah, ich muss es. Okay. Ich muss es einfach hier spammen. Einfach nur wild drücken. Okay. Alles klar. Stoppen wir mal. Oh, sehr schöne Katze da. Generell sehr schöne Katzen. Schöner bunter Mix. Das sieht echt schön aus. Oh, hier hoch. Aha. Endlich mal so fühlen wie eine Katze. Stray macht's möglich. Schon ein bisschen. Ah, ob das so gesund ist hier. Aus irgendwelchen verrosteten Rohren Wasser trinken. Ah, okay, hier können wir auch trinken, alles klar. Oh, das Schöne ist, wenn ich miaue. Dann scheinen die auch zu antworten. Sehr süß. Klassische Katzenunterhaltung. Oh, das sieht aber giftig aus hier. Okay, es ist so ein bisschen vorgefertigt, wo ich lang gehe. Scheint, als könnte ich hier nicht runterfallen. Oh, ist das süß. Ich kann hier auch auf das Geländer springen und hier langlaufen. Das gefällt mir sehr gut. Oh, auch da haben wir so eine Tür. Aber auch die ist verschlossen. Ah, okay. A halten, um Sprünge zu verknüpfen. Alles klar. Hier weiterlaufen? Nein, leider nicht. Ich frage mich, was wir vorhaben. Bisschen auf Beutejagd. Vielleicht. Wow, wunderschön gemacht, ehrlich. Richtig, richtig schön. Ah, okay. Das gute alte Katzenfernglas. Okay. Sieht nach einem fordernden Parcours aus. Ich bin anscheinend hier der Mutige der Truppe. Die haben mich ja hier vorgelassen. Oh oh. Nein, spring nicht! Oh nein! Kätzchen! Oh Gott! Das sah schmerzhaft aus. Das arme Kätzchen. Ich sag noch, spring nicht.
Jetzt hören wir es hier noch miauen. Und wir sind verletzt, wir sind am Humpeln. Oh nein. Also, Leben am Limit, Leute, wirklich. Ein sich bewegender Müllsack, auch sehr interessant. Erstmal ein bisschen das Fell putzen. Okay, wir scheinen uns ein bisschen erholt zu haben. Okay, damit können wir immer schauen. Ah, damit können wir auch sprinten. Ah ja, okay. Dann werde ich erstmal hier ein bisschen erkunden. Ja, hier oben sind wir runtergefallen. Boah, das war aber echt ordentliche Strecke hier. Okay. Totenstadt. Mhm. Was war das? Was waren das für Krabbelfiecher? Hoch da. Können wir nicht hier hoch? Nein. Da hoch, alles klar. Kamera, die uns verfolgt. Wer beobachtet uns? Das sind so kleine Roboter. Und hier liegt einer. Sehr interessant, aber es sieht sehr authentisch aus, wenn man sich das hier ganz, das Ganze mal so anschaut. Ist schon richtig schön gemacht. Help, okay. Das gefällt mir sehr gut. Ist schön gemacht hier mit der Steuerung. Dass das so ein bisschen vorgefertigt ist, wo man hingeht. Es nimmt einem natürlich auch ein bisschen die Freiheit, aber es ist ein guter Spielfluss. Also es fühlt sich sehr smooth an, muss man sagen. Oh. Aha. Okay. Ich habe gerade einen Eimer aufgenommen. Das ist verdammt süß. Wir müssen wahrscheinlich, wird jetzt mal... Tja, was machen wir damit? Okay, ich kann ihn nur einfach fallen lassen. Kann ich ihn hier auffüllen lassen? Das ist hier die Frage. Wenn ich ihn hier drunter stelle. Okay, es sieht jetzt nicht danach aus.
Wir nehmen mal den Eimer mit. Oh, hier müssen wir... Ich kann mir vorstellen, dass wir den Eimer hier dazwischen legen müssen. Yep, wunderbar. Yes, wunderbar. Originaler Katzenmoment. Einfach mal etwas runterschmeißen. Natürlich sinnig hier, weil wir müssen ja hören, ob wir den Sprung überleben könnten oder nicht. Und da das Ding ziemlich lang fällt, ja, nochmal getestet. So, ich denke, die müssen wir wirklich runterschmeißen, damit wir hier langkommen wahrscheinlich. Ja, richtig. Hier geht's nicht lang, dann geht's da runter. Oh, wir können hier hoch. Interessant. Ah. Da geht's weiter. Vorsicht mit den Splittern. Ah, okay, wir hatten jetzt hier so blaue Tätzchen. Durch die Farbe. Und jetzt haben wir die sauer gemacht, wenn ich das richtig sehe. Yep. Ja, können wir dasselbe machen? Nochmal kurz miauzen. Huch, okay. Sehr schön. Ah, trinken. Sehr wichtig. Da versteht man sehr viel. So, genug getrunken, weiter geht's. Oh, ein Katzenlift. Sehr schön gemacht. Da vorne haben wir wieder diese komischen Krabbelviecher. Oh, okay. Ich dachte, sie greifen mich jetzt an. Scheint noch ein bisschen zu leben. Oh. One shot. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ist das hier eine Menschenstadt, die Roboter nutzt, um, also als Gehilfen, oder ist es wirklich eine reine Roboterstadt? Ich tippe mal eher auf Letzteres. Dass sie wirklich nur Roboter sind. Aber wir können hier vorne lang. Okay. Das hat anscheinend keinen tieferen Sinn. Dann gehen wir hier vorne lang. Sehr süß gemacht. Mhm, okay. Moin, Leute. Oh, oh. Oh. Jetzt sind sie mal aggressiv. Gott. Hilfe. Das sind echt ein paar viele. B kann ich sie abschütteln. Oh. Bisschen miauzen zwischendurch, schadet nicht. Das sind aber verdammt viele von denen. Wo geht's lang? Links lang? Okay, keine Ahnung. Wenn ich so ein bisschen im Zickzack laufe, scheinen sie mich trotzdem zu treffen.
Und rein da. Klapp. Wunderbar. Das ging ja nochmal gut. Haarscharf. Okay. Schau mal, wenn ich miaue, kriegen die Bildschirme hier eine Störung. Tja, wo geht's hier weiter? Ach da, okay. Hat ich einfach noch nicht gesehen. Hier rüber. Da hoch wahrscheinlich. Mhm. Okay. Das klingt jetzt noch nicht so vielversprechend. Kommen wir her. Ach, wir müssen wahrscheinlich da vorne lang. Jawohl. Knappes Ding. Ah, okay. Manchmal muss man sich einen Weg auch selber schaffen, so wie es aussieht. Kleinen Miauzer zwischendurch sehr geil gemacht. Aber es ist wirklich sehr authentisch, muss ich wirklich sagen. Es fühlt sich sehr gut an, das Spiel zu spielen. Oh, hier sind wir in der Waschkammer. Und direkt wieder auf die Straße. Beziehungsweise nach draußen. Aha. Ach, der zeigt so ein bisschen den Weg. Kann das sein? Also das Miauen scheint irgendwie so eine elektronische Wirkung zu haben. Und entweder ist das jetzt einfach hier nur so ein nettes Gimmick oder das zeigt hier wirklich den nächsten Weg an. Wobei ich leider noch nicht weiß, wie ich hier hochkomme. Weil ich sehe hier kein Sprungfeld. Habe ich hier irgendwas vergessen? Da ist auch die Kamera und die kommuniziert irgendwie mit mir. Nö, aber ich habe hier keine. Ich kann hier nur runterspringen. Ist ja eigenartig. Ich kann auch hier vorne nicht lang. Wird nichts angezeigt. Auf den Fernseher kann ich nicht. Hier kann ich nicht drauf. Ah. Smart. Ja, Katzen sind ja auch schlau, ne? Bei mir hat es ein bisschen gedauert. Und rüber da. Bloß nicht wieder fallen. Ab dafür. Schön, da bin ich aber froh. Manchmal
stuckt man ja dann schon mal so in so einer Stelle. Wenn man da irgendwie einfach zu blöd ist, das zu checken. Hatte wahrscheinlich jeder schon mal so einen Moment. Und das ist natürlich dann besonders ärgerlich, wenn man irgendwie in der Aufnahme ist und dann hängst du da 10 Minuten. Deswegen bin ich froh, dass es jetzt dann noch geklappt hat. Oh, oh ne, nicht noch. Ah. Mensch. Was machst du denn auch? Bisschen waghalsig hier unser Kätzchen. Okay, da geht's hoch. Und dann hier rüber. Ah, okay, wir müssen auf jeden Fall hier hoch in das Brett rüberschlagen. So wie vorhin schon mal. Zack. Schildchen hier und dann darüber. Ja, einfach mal durch den Balken springen. Wunderbar. Warum nicht? Okay, darüber können wir. Da wollte ich gerade sagen, da müssten wir doch rüber können. Und runter hier. Erinnert so ein bisschen an, ja, wie heißen diese ganzen, also klar, so ein bisschen so Assassin's Creed, so dieses ganze Hin- und Her-Klettern, aber auch, wie hieß denn nochmal dieses Kletterspiel, auch in dieser futuristischen Welt, irgendwie so irgendwas mit Mirror, glaube ich, boah, vielleicht liege ich da jetzt auch gerade ganz falsch, aber so auch, dass es so futuristisch ist und so ein bisschen hin und her und, aber schön gemacht. So, wir brauchen wieder einen Gegenstand. Oh, okay. Wir haben hier gerade so einen Akku oder so was rausgezogen. Oder ein, was auch immer das ist. Ja, so eine Art Akku. Und dann würde ich sagen, geht's da hoch. Zack. Fein machst du das. Wunderbar. Ist das normal, dass man mit Spielcharakteren redet? Ich weiß es nicht. Ah, okay, wir können hier hoch. Aber hier geht's auch in den Raum rein. Können wieder hier ein bisschen. Kratzen. Bisschen miauzen. Und dann will ich mal da oben lang gehen. Einfach weil wir eine Katze sind. Einfach, warum auch nicht? Brauche Hilfe. Oh. Sehr geil. Körper erforderlich. Durch Tür gehen, einschalten. Okay. Das finde ich geil. Das ist auch so ein richtiges Katzending einfach. Okay. Wir können quasi auch diesen Akku hier wieder rausnehmen. Ich würde sagen, wir nehmen den mal mit. Ich mir vorstellen könnte, dass wir den gebrauchen. Ach, da oben ist auch ein Akku. Okay. Oh. Wir haben hier. Ja, versuchen wir den mal hier dran zu setzen. Jawohl. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier alle Akkus zusammensammeln müssen, weil wie viele waren das? 4 Stück?
Jawohl. So, Nummer 2. Hier haben wir noch einen. So. 3 haben wir schon mal. Und da oben ist der nächste. Zack. Und Numero 4. Geheimtür wieder auf. Das klassische Bücherregal. Ich kann ja auch miauzen, diesmal passiert nichts. Da ist wieder so ein Roboter. Und da ist so eine Kapsel. Okay. Aha. Was haben wir hier? Was ist das? Es ist einfach ein... Sieht aus wie diese Roboterköpfe, nur in ganz klein für Haustiere. Na, hier müssen wir nicht nochmal lang, ne? Ne. Tja, was machen wir damit? Wir können hier noch hoch. Das führt allerdings zu nichts. Wir können hier in diese Schachtel, die Schachtel können wir mitnehmen. Ah, da müssen wir was reinsetzen. Oder? Ja, genau. Kleine Drohne. Selbst die kleinen Roboter in diesem Spiel sind süß. Ah, das können wir bestimmt verwenden. Ein neuer Freund. Katze und Maschine vereint. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, erstmal angreifen. Erstmal Dialog. Kann sich nicht an seinen Namen erinnern. Es scheint, als ob mein Erinnerungsspeicher korrumpiert ist. Ich bin schon so lange im elektronischen Netzwerk gefangen. Ich weiß, dass ich für einen Wissenschaftler gearbeitet habe, der hier gelebt hat. Ja, der ist tot da hinten. Im Moment kannst du mich B12 nennen. Das steht jedenfalls auf meinem Gehäuse drauf. Seems legit. Es ist gefährlich in der Totenstadt, aber du scheinst dich gut im Griff zu haben. Lass uns von dir verschwinden, folge mir. Jawohl. Dieser Schlüssel schließt die Tür auf. So viel weiß ich noch. Lass mich das für dich machen. Okay. Ah, okay. Ich habe das Ding jetzt gerade kontrollieren können. Sehr gut. Die Batterie ist schon fast leer. Komm mal her. Den musst du dir noch umlegen. Yes! Nice! Ach, wie cool. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir hier so ein kleines Upgrade bekommen und wir sträuben uns gerade noch, dieses Upgrade anzunehmen. Komm schon. Wurde für kleine Vierbeiner wie dich entworfen. Ah ja, okay. Ist das bequem für dich? Mäh. Keine Sorge, du wirst dich daran gewöhnen. Ich habe den Schlüssel digitalisiert und im Rucksack verstaut. Ah, okay. Das heißt, können wir jetzt hier ein Inventar. Da haben wir jetzt einen Schlüssel. Wir haben Erinnerungen. Okay. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen unser Spielfortschritt. Oder so ein kleines Extra für die Leute, die 100% spielen wollen.
Ah ja, okay. Wir können das hier auch, können den Gegenstand drehen. Ah ja, okay. Ganz einfach. Wenn dich ein Gegenstand mal neugierig macht, kannst du ihn mir zeigen. Oder auch anderen, falls wir welche treffen. Jetzt lass uns aus dieser Wohnung verschwinden. Jo. Sehe ich ähnlich. Und ich würde mal behaupten, es geht hier zur Tür. Gegenstand verwenden. Let's go. Oh, wir haben eine Taschenlampe. What? Das ist ja geil. Das macht das Ganze ja nochmal authentisch. Hier. Code eingeben, okay. Ja gut, da haben wir jetzt natürlich noch nichts. So kann ich den ausfahren. So können wir Taschenlampe benutzen. Erstmal was runterschmeißen. Ah, da steht doch bestimmt ein Code. Ah ja. 3748. 3. Also 3. 3748. Jawohl. Erstmal aufdrücken. Ja, jetzt haben wir mal hier so ein bisschen einen Überblick. Okay, wir müssen zu einem Aufzug nach oben. Der da hinten so leuchtet wahrscheinlich. Ich kann ja zoomen. Da müssen wir hin. Let's go. Oh. Das sieht gefährlich aus. Ist ja ein richtiges Virus hier. Der Controller vibriert einfach die ganze Zeit. Und Katzenlift verlassen. Die Außenwelt. Es fühlt sich an, als wäre ich schon einmal dort gewesen. Ist das der Ort, von dem du kommst? Ich habe jemandem versprochen, dass ich dorthin gehen würde. Nur wem? Diese Postkarte, das Mauerbild wurde nach ihr gemalt. Lass sie uns mitnehmen. Mhm. Finde ich super. Können wir uns angucken. Postkarte. Woher habe ich diese Erinnerung? Woher kommen sie? Lass uns weitergehen. Ah, neue Erinnerung. 3%. Mhm. Inventar öffnen. Und da haben wir schon direkt eine Rückseite hier. Think I could stay here a little longer than expected. Mhm. Ja, sehr, sehr gekritzelt. Ich kann ihn ihm zeigen. Okay, dann hat er nur so einen kleinen Dialog dazu. Dann erstmal miauzen und weiter geht's. Ah, okay. Okay, hier geht's nicht weiter. Oh, oh, das sieht gefährlich aus. Wir müssen gleich wieder sprinten. Oder auch nicht. Aha. Oh Gott. Okay. Okay, hier können wir nicht lang. Können wir denn lang? Ach, da hoch. Mann.
können anscheinend nicht hier hoch, alles klar. Ach, wir können hier durch, okay. Oh, da ist ein Roboter. Aha. Die Slums. Jetzt können wir mal schauen, wie der Kollege auf uns reagiert. Okay, er hat Angst. Oh Gott, der hat irgendeinen Knopf gedrückt. Okay, Bro. Chill mal dein Leben. Das ist nur eine süße Katze, die will nur ein bisschen knuddeln. Das ist ein richtiger Notstand. Ach Gott. Was ist denn hier los? Das ist schon eine heftige Bosskatze auf jeden Fall. Wenn die hier durch die Straßen geht, dann verschließen sie alle die Türen. Ich verfall ja in völliger Panik hier, was ist denn das? Oh. Ein Kämpfer. Okay. Jetzt geht's ab, Leute. Den vermöbeln wir. Okay, doch nicht. Wir können hier nichts lesen. Sie scheinen ihre eigene Sprache zu haben. Du bist kein Zurk. Wir sind mit deiner Art nicht vertraut. Du bist in unserem Dorf willkommen, solange du niemanden frisst. Das haben wir nicht vor. Ja, macht mal jetzt hier wieder ein bisschen entspannter, bitte. Danke. Sehen aber auch irgendwie echt süß aus, die Roboter hier. Bestimmt von irgendeinem Wissenschaftler oder so entwickelt. Der hier seine eigene Stadt aufgebaut hat oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Also ein Mensch, der halt diese Roboter entwickelt hat. Siehst verloren aus. Was brauchst du? Achso, okay. Achso, okay, jetzt kann ich hier einen Gegenstand auswählen. Gegenstand zeigen. Oh, ein Bild von der Außenwelt. Lächerlich. Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Jeder weiß, dass es unmöglich ist, diesen Ort zu verlassen. Naja, außer den Außenwäldern. Aber die sind jetzt alle weg. Außer Momo. Okay, das heißt, hier waren schon mal Menschen. Definitiv. Du kannst versuchen, mit ihm zu reden, wenn du willst. Aber er hat es aufgegeben, hier rauszukommen. Das ist doch besser so. Er wohnt hoch oben in den Gebäuden mit dem orangenfarbenen Neonschild. Okay, ich kann ihn noch um Hilfe bitten. Zögere nicht, mich jederzeit zu rufen. Ich bin hier, um zu helfen. Der Richter hat uns gesagt, wir sollen mit Momo... Ja, okay. Kann ich hoch, ja. Mit Momo in den oberen... in den großen Gebäuden mit dem orangenfarbenen Neonschild sprechen. Er ist der einzige, er ist die einzige Spur, die wir haben, um hier rauszukommen. Okay. Ah, ja, wunderbar. Erstmal ein bisschen das Fell kraulen lassen. Stimme der Meditation nicht mit seltsamen Bildern. Okay. Du hast einen so einen Schrecken eingegangen, wir dachten, du wärst ein Zurk. Sehr hübsch. Ja, gut.
Ich werde morgen 374 Jahre alt. Okay, die feiern also wahrscheinlich auch ihren Geburtstag, so wie es aussieht. Mensch, so ein schöner Traum. Wie schade, dass es nur ein Traum ist. Warum da hochgehen? Da ist doch nichts. Na, das stimmt ja nicht, ne? Okay, nur unsere Vorfahren können diese Farben unterscheiden. Das heißt, sie einst die Welt beherrschten. Dass sie einst die Welt beherrschten. Mhm. Ja, gut. Genug gequatscht. Jetzt wird wieder geklettert, würde ich sagen. Und wir müssen hoch zu diesem orangenen Schild kommen. Das versuchen wir mal. Zack. Direkt die ersten Meter schon gemacht. Da hoch, jawohl. Vorsicht, ich muss mich konzentrieren. Ich will nicht noch einen Eimer fallen lassen. Sorry, Bro. Ah, ich kann ihn... okay. Ich kann miauen, um ihn wahrscheinlich zu stören. Genau, wenn er wirft. Ich miau mal die ganze Zeit. Oh! Ah, schön. Kommen wieder andere Wesen in diesem in der Umgebung der Katze und direkt erstmal auf die Nerven gehen. Ich habe so, ich finde, die haben diese Charakteristika von Katzen sehr gut rübergebracht. Achso, ich kann ja nochmal mit ihm reden. Ups. Okay, das war's. Okay, auf zum orangenen Schild weiterhin. Hier chillt jemand. Diese Lichtkreise sind so schön anzuschauen, aber ich möchte eines Tages den echten Himmel sehen. Okay, also es gibt auf jeden Fall auch Leute, die raus wollen. Die Außenwelt Momo sagte mir, dass er mich eines Tages dorthin bringen würde. Okay, diese Roboter scheinen sehr menschlich zu sein. Sie haben ja auch Träume. Ja. Okay, erstmal eine Runde neppen. Sehr süßes Schnurren. Muss ich jetzt hier irgendwie abwarten? Okay, ich kann einfach stoppen. Kurzer Nap war wichtig. Vielleicht ist das so ein bisschen so ein Speicher Objekt oder so, wenn wir schlafen gehen. Nice. Energy Drink Speed 2K. Aha. Hat leider nur einmal funktioniert hier der Trick. Dann gehen wir mal hier hoch. Da können wir da wieder was drücken hier. Yes. Okay. Es gibt auf jeden Fall viel zu entdecken. Jetzt mal abseits von diesem orangenen Schild. Der sieht aber unfreundlich aus. Oh hey, du bist es. Was für ein komisches kleines Kerlchen. Aber irgendwie strahlst du aus. Irgendwas strahlst du aus. Ich fühle mich veranlasst, dich zu streicheln. Aber tue es nicht, weil ich nicht weiß, warum. Ah, sehr cool. Die Oberfläche. Oh, das ist ein sensibles Thema hier. Das haben wir gemerkt. Es gibt einige, deren Code dieses Konzept verstehen kann. Dann gibt es diejenigen, die von der Außenwelt wissen, aber zu resigniert sind, um etwas zu tun. Und dann sind da noch die Außenwälder. Du kannst dir vorstellen, wie die sich fühlen. Nun gibt es nur noch Momo. Okay. Ja, sensibles Thema, definitiv. Das haben wir direkt gemerkt bei der Wache. Und bei dem einen, der da sagte, hier, da gibt es doch nichts. Und dann wiederum andere, die sagen... dass sie da auch gerne wären, oder wie er hier dir sagt, dessen Traum es ist, da einmal hochzukommen. Bedeutet, wir müssen jetzt nur noch Momo finden. Das scheint ja der gute Kollege zu sein, der hier sich bemüht. Okay.
Das war dumm. Ich glaube, ich hätte einfach reingehen können. Nein! Da wollte ich nicht hin. Der sich bemüht, hier rauszukommen. So, hier jetzt. Ne, okay. Hier drauf und dann. Wir können auch nach oben. Aber wir gehen jetzt mal hier durch. Finde ich sehr lustig, diese Roboter mit ihren Hüten. Momo sagt, das wird niemals funktionieren. Warum habe ich sie gehen lassen? Jetzt bin ich ganz allein. Hey, du, was willst du? Es ist natürlich unsere Art, hier irgendwie so ein bisschen zu kommunizieren, indem wir einfach diese Gegenstände zeigen. Ist das ein Bild von der Außenwelt? Willst du dorthin gehen? Mach dir nicht die Mühe, es ist Zeitverschwendung. Es wird dir nur Einsamkeit und Verzweiflung bringen. Meine Freunde hatten diesen Traum auch, aber jetzt sind sie weg und ich bin ganz allein. Ich weiß nicht, wo sie gelandet sind. Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, aber dieser Senderempfänger funktioniert nicht. Meine Freunde und ich haben zu unseren Recherchen über die Außenwelt Notizen gemacht. Hier, nimm meine, wenn du wirklich nach da draußen willst. Okay, Notizbuch. Du bist auf dich allein gestellt. Ich bin fertig mit der Außenwelt. Viel Glück. Super, vielen Dank für deine Hilfe. Momo scheint sehr traurig zu sein. Er vermisst seine Freunde. Lass mich einen Blick ins Notizbuch werfen, das er uns gegeben hat. Das Manifest der Außenweltler. Wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Wir müssen unsere Brüder und Schwestern schützen. Wir müssen uns von den Zergs fernhalten. Das sind wahrscheinlich diese Krabbelfiecher, die uns da unten vorhin angegriffen haben. Es ist unterschrieben von Clementine, Balthasar, Doc und Momo. Sieht so aus, als ob Momos Name später hinzugefügt wurde. Ich denke, wir sollten die anderen Notizbücher finden. Alles klar. Und vielleicht auch einen Sendemasten für den Kollegen aufstellen. Der hat irgendwas gesagt, dass da nichts funktioniert. Bisschen Mucke spielen, geht auch ab. Bisschen spielen wie eine richtige Katze. Darf ja nicht vernachlässigt werden hier. Wir müssen zwar hier die halbe Welt retten hier unten, aber... Oh Gott. Okay. Das sind einfach umgedrehte Steuerungen, wenn ich dieses Ding hier aufnehme. Das ist natürlich jetzt nicht so cool. Wie werde ich das wieder los? Ah, okay. Sehr interessant. Ah, hier können wir uns ein Bildchen merken. Back Home 2. Wieder zu Hause 2. Ich erinnere mich an dieses Videospiel. Es wurde kurz nach meiner Erschaffung rausgebracht, glaube ich. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. Der Wissenschaftler und ich haben viel Zeit damit verbracht, es zu spielen. Es hat Spaß gemacht, er fehlt mir. Warum kann ich mich nicht an seinen Namen erinnern? Ah, das ist schon sehr interessant hier. Dann gehen wir mal weiter. Hier können wir noch ein bisschen kratzen wahrscheinlich. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Können wir da hoch? Hier können wir durch. Aha. Können wir das Licht anmachen? Wobei irgendwie... Oh, Notizen... Notenblatt, 1 von 8. Okay. Das Licht scheint mir aber nicht wirklich zu brauchen hier. Es ist ja eigentlich meistens noch hell genug. Zumindest bis jetzt. Auch hier können wir wahrscheinlich kratzen. Aber dann gehen wir mal weiter. Dieses Symbol an der Wand stimmt mit dem Notizbuch, mit dem auf dem Notizbuch überein. Ah, okay. Ja gut, ich würde sagen, wir gucken uns mal eben dieses Notizbuch an. Aber wir können hier gar nicht das aufschlagen, ne?
besteht. Okay, das hatten wir schon. Und das Notenblatt. Aber auch hier können wir... Ja, das wollte ich nicht machen. Hier können wir irgendwie nicht... die Seiten öffnen. Ne. Gut, vielleicht brauchen wir das auch gar nicht. Wir haben ja schon den nächsten Hinweis, dass wir da vorne zu diesem Symbol müssen. Da gehen wir doch auch direkt mal hin. Ja, runter wollen wir nicht. Ich würde sagen, wir gehen hier direkt weiter. Ich mag das, diese Sachen hier so rumzuschmeißen, so richtig chaotisch. Notenblatt 6 von 8, okay. Ich frage mich jetzt, ob dieses Notenblatt so wichtig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das mehr so ein Sammel-Item ist. Notizbuch von Clementine, 4 von 4. Okay. Ein Außenweltler Notizbuch. Es ist das gleiche Logo, wie das Momo uns gegeben hat. Das hier scheint jemand namens Clementine zu gehören. Alles läuft nach Plan. Wir haben es geschafft, die obere Etage, die obere Ebene zu kontaktieren, bevor der Sendeempfänger abgestürzt ist. Sie sind an einem Ort namens Stadtmitte und scheinbar gibt es dort irgendeine unterdrückerische Macht. Okay. Ich habe vorhin mit Momo gesprochen, seine Augen. Ich kenne diesen Blick. Er wird nicht mit uns kommen. Finden wir die anderen Notizbücher. So, da haben wir wieder so ein Symbol. Vielleicht versuchen wir mal darüber zu kommen. Das sieht aber abgesperrt aus. Ansonsten vielleicht erstmal noch das... Hat da mal wieder dieses Symbol. Gut, vielleicht müssen wir runter. Schauen wir mal. Okay, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Aber schauen wir mal, wo uns das hinführt. Ah ja, super, perfekt. Doch, da wollte ich doch hin. Schön, hier hoch. Oh, wir haben so eine Belüftungsstromversorgung. Dann nehmen wir nochmal hier den Akku. Ah ja, okay, da können wir das Ding nämlich ausmachen und dann hier reinhüpfen. Erstmal was trinken. Schön frisches Wasser aus der aus dem Rohr. Oh, okay. Ach. Notizbuch von Balthasar nehmen. Weiteres Notizbuch. Das hier scheint jemand namens Balthasar zu gehören. Alle Spuren organischen Lebens sind verschwunden, bis auf das, was wir die Zergs nennen. Sie scheinen fast alles zu fressen, was sich bewegt, und vermehren sich mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit, als ob es nicht schon schwer genug wäre, in dieser Stadt eingesperrt zu sein. Lass uns die anderen Notizbücher finden. Ja. Uns fehlt dann ja auch nur noch eins. Ist hier noch irgendwas Cooles drin? Sieht nicht so aus. Hier können wir wieder... Oh. Okay.
Also gut gemacht. Eigentlich bin ich nicht so ein Rätselmensch in so Games. Ich brauche mal ewig lange für sowas. Aber hier scheinen die einem das ganz gut zu präsentieren. Eigentlich so ein bisschen in den Weg zu legen. Okay, hier scheint auch nichts mehr Wichtiges drin zu sein. Dann, wobei da noch irgendwas leuchtet. Ach, das ist wahrscheinlich mein Akku, der da jetzt runtergefallen ist. Ich gehe mal davon aus, dass wir den nicht mehr brauchen. So. Okay, hinten wieder raus. Da wieder hoch. Schauen wir uns erstmal... Ich drücke mal auf Start. Das Notizbuch an. Auch wieder dieses Symbol, diesmal in Gelb. Mit gelber Schrift. Da hinten war auch noch ein... ein komisch leuchtendes Ding. Ah, okay. Hm? Sehr süß. Das ist doch verrückt. Na gut. Ja, ich denke mal, die Dialoge hier sind nicht so wichtig. Okay, wir müssen wieder nach oben. Schauen wir mal. Hier geht's hoch. Okay. Na, hier kommen wir eigentlich nur wieder runter. Ja, hoch da. Ja, den Kollegen kennen wir ja schon. Das Symbol. Hier, nee, ach nee, da waren wir schon. Okay, das hatte ich vorhin gesehen. Aber wo ist das denn? Wir hatten das hier. Da waren wir schon. Das da sieht nicht danach aus, als wenn da jemand wohnen würde. Da hinten waren wir schon. Obwohl doch, das bei dem orangenen Schild, dann müssen wir vielleicht, wo war es denn jetzt? Bin ich doof? Da. Das Schild hier, unter die Lupe nehmen. Frage ist, wie kommen wir da hin? So, hier waren wir schon. Ah, ne, hier waren wir noch nicht. Hä? Okay. Entschuldigung. Eine große Bibliothek. Wie du keine künstliche Intelligenz entwickelst, um so kreativ wie ein echter Mensch zu sein. Band 42. Sehr gut. Ah. Erstmal ein bisschen Klavier spielen. Achso, das haben wir schon. Vielleicht finden wir wieder hier wieder in irgendeinem Stapel etwas. Wie vorhin schon. Ah! Aber wir brauchen erstmal wahrscheinlich einen PIN-Code für. Oder irgendetwas anderes. Wollen wir mal weitersuchen hier.
Da haben wir doch was. Schlüssel zum Safe gefunden. Musst echt vorsichtiger sein. Okay. Wo war der? Da war der Kollege. Schlüssel! Nehmen! Verwenden! Notizbuch, das letzte. Endlich das letzte Notizbuch. Das scheint jemandem namens Doc zu gehören. Nach wochenlanger Forschungsarbeit habe ich einen Spektrometer mit einer starken Vorlampe kombiniert. Damit sollten wir in der Lage sein, die Zergs auf unserem Weg zur Außenwelt abzuwehren. Ah, okay. Der erste Versuch war explosiv. Ich muss ihn vielleicht unter realen Bedingungen testen. Ich habe einen Konstruktionsfehler am Senderempfänger gefunden, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie man ihn beheben kann. Hier ist die Gleichung. Damit sollten wir in der Lage sein, Momo zu helfen, den Senderempfänger zu reparieren. Wenn er mit der oberen Ebene kommunizieren kann, könnte das unser Weg nach oben sein. Zeigen wir ihm, was wir gefunden haben. Das war's, den Rest können wir ja nicht nehmen. Gut. Okay, dann würde ich kurz hier rausgehen. Dann haben wir einen guten Cut. Wir haben alle Notizbücher gefunden. Wir müssen zurück zum Momo. Bedeutet zum orangenen Schild. Und das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!